Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cheeky Boink. Wir spielen No Man's Sky. Und da hinten ist eine Höhle. Sollen wir diese Höhle mal erforschen? Ich glaube ja. So, ich habe hier noch zwei Punkte auf der Karte, die ich glaube ich abfrühstücken möchte. Aber erstmal möchte ich in diese Höhle. Die Musik ist toll. Der Soundtrack ist super. Ich nehme mir das Licht an. Leider nicht. Das ist aber auch nichts Spannendes in dieser Höhle. Leider nicht. Na komm. Also die sieht schön aus, aber ist leider nichts drin. Komischer Texturübergang wollte ich sagen, aber das ist ja hier Sonnenschein. Und es ist immer noch ein geiler Effekt, dass man hier den anderen Planeten sieht und jetzt entscheiden könnte, okay, da möchte ich hin. Und ich fliege einfach hin und ja, wir landen auf diesem Planeten. Das ist immer noch wow. Auch diese Szenerie ist super. Dafür, keine Ahnung, dafür lohnt es sich auf jeden Fall. So, was ist näher? Das da? Nein. Das ist beides irgendwie... ähnlich weit entfernt. Da ist ein Fragezeichen. Was könnte das sein? Ist auch nochmal eine Station, eine größere. Da ist ein Handelsposten, da will ich hin. Keine Technologie. Oh, sieht aber schick aus. 17 Plätze. Was hat unserer? 18. Nee, das interessiert mich nicht. Ja, Freund. Ich bin sofort bei dir. So, Fahnenträger Ike. Krieger. Er fragt mich etwas. Die pessimistische Lebensform studiert ein Bild eines anderen jungen Kriegers auf seinem Tablet. Der abgebildete Krieger sieht lebensstrotzend und beeindruckend aus. Er hat breite Haarlocken im Gesicht. Er wirkt reich und scheint aus einem guten Zuchtbestand zu stammen. Der Blick in seinen Augen ist heißblütig. Die Lebensform sieht mich mit fragenden Augen an.
Sie sucht offensichtlich jemanden, mit dem sie das besprechen kann. Selbst zustimmen, Ablehnung empfehlen, Zustimmung empfehlen. Wir stimmen mal zu. Ich bekomme großzügige Geschenke und ein heimliches Foto von der Lebensform, die ich eines Tages heiraten werde. Belüftungsmembran Sigma, Wasseratmungshilfe. Oh, das ist praktisch, wenn wir unter Wasser schwimmen möchten. Funktioniert automatisch nach dem Bau im Exo-Anzug-Inventar des Nutzers. Okay. Und wir kriegen Kohle ohne Ende. Ich will das Bild. Wo ist das Bild? Schade. Kein Bild. Wir verkaufen erstmal Zeug und dann bauen wir dieses komische Wasseratmungsding. Ich bin ein Wandersmann und ein Diplomat. Cool. Wächter zerstört 8. Extremes Überleben. Weltraum erkunden. Ja, verkaufen. So, was verkaufen wir Schönes? Das Amulett muss weg. Kupfer muss weg. Das muss weg. Titan 30 für. Ich verkaufe mal noch nicht. Suspensionsflüssigkeit. Ich möchte mal. Okay, pass auf. Ich möchte erstmal gucken, was brauche ich denn für dieses Dingen. Gesundheit, Star, Belüftungsmembran, Täter. Mikrodichtes Gewebe. Das ist kein Elektronendampf und. Ach, schon wieder dieser Gravitinoball. Scheiße. Sigma, was ist denn besser? Sigma, Täter, Täter, oder? Eisenkohlenstoff, das Ding braucht auch wesentlich mehr. Mikrodichtes Gewebe, Elektronendampf. Wir haben keinen Gravitinoball. Können wir den hier vielleicht kaufen? Und wenn ja, was kostet das Moped? 34.417. Ich kaufe jetzt mal 3, weil da möchte ich auch einen von kaufen. Ne, erstmal die Bälle. Okay. Dann schauen wir doch mal eben. So, mikrodichtes Gewebe kann ich so herstellen. War da nicht noch was, was wir bauen wollten, wofür wir diese Bälle brauchten? War das irgendwas für fürs Raumschiff? Impulsdüse, Kanonenschaden, Schaden, Schaden, Schaden. Das ist alles nur Schaden. Sag mal, haben die einen Schaden eigentlich? Wärmeschicht, Schildverstärkung, Gesundheitsmodul, Toxindämpfer, Lebenserhaltungsmodul, Platinbar, Schildverstärkung, okay, Omegon, ja. Also, mikrodichtes Gewebe mal 2 plus Elektronendampf. Da schauen wir mal, ob wir irgendwas machen können. So. Falscher Knopf. Ich brauche Elektronendampf. Das ist kein Problem. Produkt herstellen. Mikrodichtes Gewebe. Und können wir noch eins herstellen?
Platin und Eisen fehlt mir. Ich guck mal, ob ich es kaufen kann. Platin und Eisen. Beziehungsweise, was kostet mich? Ach, 1966, das ist ja wohl kein Ding. So. Dann bauen wir das eine doch mal, bewegen. Installieren. So. Technologie installiert. Zink, Titan oder Schildsplitter. Füllen das auf. Okay. Ich glaube, ich brauche dringend neues Tamium und neues Plutonium haben wir gar nicht mehr. Ja. Verkaufen wir mal den Rest und dann geht's weiter. Titan behalte ich auch mal. Schildsplitter behalte ich. Iridium finde ich überall. Suspensionsflüssigkeit weg. Alles klar. So. Da ist Plutonium. Wäre doch noch ein anderes Gebäude. Dort. Okay, das muss ich auch noch verticken. Muss gleich mal schauen, wie es bei unseren Achievements aussieht. Reise. 24 Aliens getroffen. 66 Worte. Das ist die Kohle, die wir verdient haben. Raumschiffe zerstört. 8 Wächter gekillt. 6 Mal geworbt. Nächster Meilenstein: Curiosity. Okay. Wir irgendwo rein. Version 2. Warum verschwindet dieser Tisch hier? Ich muss mal wieder eine Kombination eingeben. Die wird sein. Ein neuer Standort. Da kreisen Schiffe. Und die landen. Achso, können nicht landen, weil ich auf dem Landeplatz stehe oder was? Weg.
Oder wollt ihr mich abschießen? Nein, die wollen hier landen. Wo sind die Ruine? 4 Minuten, okay. Fliegen wir mal dahin. Und echt mal schauen, dass wir ein besseres Schiff bekommen. Und ja, auch wegen die Piraten. Ich möchte mich ungern auf deren Provokation einlassen. Aber wenn ich nochmal in die Situation kommen sollte, mich verteidigen zu müssen, dann vorbereitet. Unsere erste Begegnung war ich Mist. Und ich finde es wirklich überhaupt gar nicht gut gelöst, dass man dann zum Aufladen der Schilde wieder in dieses Menü springen muss und dann eigentlich schutzlos den Angriffen ausgeliefert. Was ist das denn da? Das ist ein Pünktchen. Keine Ahnung, aber erstmal zur Ruine. Die sieht ziemlich cool aus. Zeichen einer uralten Zivilisation. Die edlen Reisenden werden verschont. Ihre Reise durch den Kosmos soll nicht behindert werden, so wurde es verfügt. Dies ist Hirks Wille. Die ehrenvollen Vykin sollen dem Urteil und dem Glauben der Ältesten vertrauen. Ja, Hauptsache irgendwie Sprache gelernt. Ziel erreicht, okay. Da hinten ist nochmal irgendwas. Okay. Die 2 Punkte fliege ich noch an und dann geht's weiter auf den nächsten Planeten. Oder ins nächste ins nächste System. Was ist das hier? Ein Sumpf, okay. Ganz schön viele Trümmer. Hier gibt es zwar Titan, aber möchte ich das zerstören? Nee. Das Inventar ist einfach viel zu schnell voll.
schlicht und ergreifend viel zu schnell voll. So, ich fliege jetzt einfach nochmal den nächsten Punkt an und dann... Ja, natürlich ist es voll. Kann ich hier irgendwas gebrauchen? Oder verbrauchen? Besser gesagt. Es gibt wieder Kohle ohne Ende. Klar, natürlich. Auch das natürlich. Komm, da ist so wenig Eisen. Weg damit. Was willst du? Ja, ich glaube nicht, dass er jetzt wieder so freundlich ist. Deswegen weg. So eine Stunde. Oh, das ist nicht repräsentativ, wenn ich keinen Turbo drin habe. Äh, 25. Dann holen wir uns doch den Punkt erstmal. Ah, deutet die Musik darauf hin, dass Gegner in der Nähe sind? Ich hoffe nicht. Nee, ich möchte noch nicht in die Atmosphäre eintauchen. Ah, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Jetzt. Was haben wir denn da Schönes? Ist das ein Klumpen Gold? Ernsthaft? Das ist ein Klumpen Gold, oder? Boah, den müssen wir uns... Ich bin ein bisschen... Ja. Den müssen wir uns dann gleich holen. Den bauen wir, glaube ich, komplett ab. Erstmal hier zur Handelsstation. Spiel gespeichert, aber... Erstmal schnell verkaufen und dann mit dem Alien labern, nochmal speichern und dann mal einen kurzen Break. Perlen brauchen wir nicht, Amulette brauchen wir nicht, das brauchen wir im Moment auch nicht. Schildsplitter, ich weiß nicht. Oh, der Dolch. Hier noch was Spannendes. Nee. Hello, Monsieur Alien. Schon
Der Krieger ist jung und scheint große Angst zu haben. Militärische Befehle für eine bevorstehende Operation füllen seinen Terminal-Bildschirm. Als er mich sieht, weiten sich seine Augen. Er fällt auf die Knie und bietet mir sein Multiwerkzeug ein. Sein Gejaule hört sich flehend an. An seinen Bewegungen kann man seine Angst ablesen. Er ist so nervös, dass er offenbar die Sicherheitskameras um uns herum vergessen hat, die jede seiner Bewegungen aufzeichnet. Wir lehnen es mal ab und hoffen, dass er keinen Ärger kriegt. Mein Widerwille zu helfen wurde zur Kenntnis genommen. Okay. Oh mein Gott! Wir haben den Warp-Reaktor Sigma erhalten. Cool. Geil. Geil, geil, geil. Und mein Ansehen hat sich verbessert. Ja, der soll mal ruhig im Kampf sterben. Was haben wir denn jetzt für einen Warp-Reaktor? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich bin aufgeregt. Wir haben was gefunden, was toll ist. Adlerstein mal zurück. Das auch. Wenn ich jetzt hier A drücken. Warp-Reaktor. Oh, wir brauchen Iridium und Kupfer. Scheiße, jetzt brauchen wir hier Kupfer. Dynamischer Resonator. Können wir den so herstellen? Ja. Oh ja, das wird eine interessante Aufgabe. Das wird cool. Werden wir uns dann ab der nächsten Folge mit beschäftigen, diesen Warp-Antrieb zu bauen. Keine Ahnung, was wir hier jetzt finden. Komm, wir grasen jetzt hier noch. Nein, nein, nein. Wir machen einen Break. Alles gut. Bin ja echt glücklich, dass wir das gefunden haben. Endlich. So. Hat gespeichert. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Dann gebt mir noch ein Däumchen nach oben. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.